Die Erde hört nie auf, uns zu überraschen. Jede Ecke des Planeten bietet eine Art von natürlicher Eigenheit mit einer Erklärung, die uns wünschen lässt, dass wir in der Schule mehr aufgepasst hätten. Einige dieser Orte sind schwierig zu erreichen, andere sind belebte Touristenziele. Aber einiges haben sie gemeinsam. Sie verschlagen Wissenschaftlern und dem Rest von uns gleichermaßen den Atem. Deswegen habe ich heute die interessantesten für euch zusammengesucht. Hier ist euer Montgomery mit 5 unheimlichen Orten, die schwer zu begreifen sind. Nummer 5. Blood Falls. Was wie ein Wasserfall aus Blut aussieht, wird für viele Menschen beunruhigend sein. Dieser Ort in der Antarktis wird als Blutwasserfall bezeichnet, weil er genau so aussieht. Glücklicherweise ist die Antarktis fast ausschließlich von Wissenschaftlern und Pinguinen bevölkert, sodass das Rätsel gelöst werden konnte. Im Grunde ist ein unterirdischer, eisenreicher See die Quelle des Blutwassers. Forscher fanden allerdings noch etwas anderes heraus. Das Wasser wurde eigentlich von Mikroorganismen gefärbt, die irgendwie in der Lage waren, 1300 Meter unter der Erde zu überleben, mit nur Eisen und Schwefel als Nahrung, und das 2 Millionen Jahre lang. Nummer 4. San Luis Valley. Stellt euch mal vor, ihr lebt an einem Ort, an dem euer Nachbar einen UFO-Wachturm gebaut hat. Nicht, weil er verrückt ist, sondern weil es wirklich UFOs gibt. So scheint es zumindest in San Luis Valley in Colorado. Mindestens 50 UFOs wurden in 16 Jahren vom Wachturm gesichtet. Der andere seltsame Fall im San Luis Valley sind Tierverstümmelungen. Seltsame Fälle, in denen gesunde Tiere blutleer gefunden wurden, Rippen scheinbar ausgeschnitten wurden und Gehirne fehlten. Alle Fälle zeigen keine Anzeichen von Kampf und keine anderen Tierspuren in der Gegend. Entweder sind wirklich Aliens dafür verantwortlich, oder es leben einfach nur sehr viele kranke Menschen in diesem Ort. Nummer 3. Die Overturn-Brücke. Wenn es etwas wie eine böse, besessene, dämonische Brücke gibt, dann ist es diese hier. Die Overturn Bridge verwirrt seit einem halben Jahrhundert einheimische Schotten, da Hunde dort schon immer Selbstmord begehen. Und hierbei spreche ich nicht von ein paar Hunden. 50 in den letzten 50 Jahren. Und alle springen von fast derselben Stelle ab. Es gibt zudem auch Geschichten, dass Hunde, die überlebten, wieder hochgingen und wieder von der Brücke sprangen. Forscher denken, dass es die Nerzdüfte sind, die die Hunde veranlassen zu springen. Aber lokale Jäger sagen, dass dort nie Nerz gewesen sei. Zu allem Überfluss warf im Jahre 1994 ein Mann sein Kind von der Brücke, weil sie es ihm angeblich befohlen habe. Was es mit der Brücke auf sich hat, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Nummer 2. Der Skelettsee. Hattet ihr jemals Albträume davon, in einen See zu fallen und dann von Skeletten heruntergezogen zu werden? Falls ja, dann solltet ihr auf keinen Fall zu diesem Ort hier fahren. Der Skelettsee wurde während des Zweiten Weltkriegs in Indien gefunden. Soldaten entdeckten, dass dieser abgelegene See mit über 200 Skeletten gefüllt war. Die Soldaten nahmen an, dass es sich um ein Massengrab von sich zurückziehenden japanischen Truppen handelte. Aber Studien enthüllten, dass es Skelette von 850 vor Christus waren. Darüber hinaus hatten sie auch das gleiche kreisförmige Loch in der Oberseite des Schädels. Dies führte dazu, dass einige glaubten, dass es ein Ort ritueller Opfer war. Aber die vernünftigste Theorie im Moment ist, dass sie Pilger waren, die von einem ungewöhnlichen Hagelsturm getötet wurden. Und die Nummer 1, das Teufelsmeer. Ihr habt wahrscheinlich alle schon etwas vom Bermuda-Dreieck gehört. Dabei steht das Teufelsmeer diesem in nichts nach. Das Teufelsmeer des Drachendreiecks existiert zwischen der Südküste Japans und Guam. Es war der Standort vieler gesunkener Schiffe, UFO-Sichtungen und anderer beunruhigender Sichtungen. Militärflugzeuge der USA und der Sowjetunion haben seltsame Lichter sowohl am Himmel als auch im Wasser entdeckt. Was die mythische Natur des Teufelsmeeres angefacht hat, ist das Verschwinden der Kaiomaru Nummer 5. Ein Schiff, das die Gegend erforschte, verschwand 1952 spurlos. So oder so weisen die japanischen Behörden darauf hin, dass das Gebiet sehr gefährlich ist. Das waren 5 mysteriöse Orte, die nur schwer zu begreifen sind. Zum Abschluss der Folge würde ich mich gerne für nun 1000 Abonnenten bedanken. Ihr seid echt klasse Leute und ich hoffe, ihr macht auch in Zukunft weiter so. Ich bin euer Montgomery, wir hören uns das nächste Mal wieder, bis dahin und tschüss.